Das ist Emma. Sie ist 2 Jahre alt und verbringt viel Zeit mit ihrem Opa Helmut. Der ist seit kurzem in Pension und genießt seinen Ruhestand. Ich habe ja lange gearbeitet und genug eingezahlt, sagt er. Aber Helmut hat gar nicht für sich eingezahlt. Mit seinen Beiträgen hat er die Pension seiner Eltern finanziert. Seine monatliche Überweisung kommt nun von der Generation seiner Tochter Sandra, also von Emmas Mutter. Sandra arbeitet in einem Büro. Jeden Monat geht ein Fünftel ihrer Lohnkosten in das Pensionssystem und landet so bei ihrem Vater Helmut. Darauf basiert die erste Säule der Vorsorge in Österreich. Aber wird dieses System noch funktionieren, wenn Emma einmal in Pension geht? Unsere Lebenserwartung steigt. Sandra wird länger leben als ihr Vater Helmut. Und dank der Fortschritte bei Medizin und Technologie wird die kleine Emma wohl länger leben als alle Generationen vor ihr. Es gibt aber ein Problem. Je länger wir leben, desto länger sind wir in Pension. Die Zahl der Erwerbstätigen schrumpft, während die der Pensionisten steigt. Aktuell sorgen 1,7 Sandras für einen Helmut. Aber wenn Sandra einmal in Pension geht, werden nur 1,2 Emmas für sie einzahlen. Das System gerät immer stärker in Schieflage. Schon heute muss der Staat viele Milliarden aus dem Steuertopf in das Pensionssystem pumpen. Diese Summe steigt jedes Jahr. Wenn sich nichts ändert, wird Emmas Pension einmal sehr klein ausfallen. Es gibt aber Möglichkeiten, die Pensionen zu sichern. Dazu müssen wir die zweite und die dritte Säule des Pensionssystems stärken, also die betriebliche und die private Vorsorge. So könnte Sandra die Pension ihres Vaters bezahlen und gleichzeitig für sich vorsorgen, indem sie etwas für den eigenen Ruhestand anspart. Die betriebliche Vorsorge ist in vielen Ländern Europas sehr wichtig. In Österreich ist sie aber enorm schlecht ausgebaut. Nur ein winziger Teil der Lohnkosten geht dorthin. Und dieses wenige Geld wird dann auch noch ziemlich schlecht angelegt. Die Erträge sind mickrig. Andere Wohlfahrtsstaaten wie etwa Dänemark machen das deutlich besser. Heute kann sich Sandra also weder auf die gesetzliche noch auf die betriebliche Pension wirklich verlassen. Deswegen sorgt sie selbst vor und spart jeden Monat brav Geld an, auf einem Sparbuch. Aber auch hier geht es ihrem Geld nicht gut. Es gibt kaum noch Zinsen. Ihr Geld wird am Sparbuch durch die Inflation sogar weniger wert. Mit einem breit aufgestellten Aktienfonds wäre Sandra viel besser dran. Wenn wir jetzt die betriebliche Pension verbessern und die private Vorsorge stärken, haben alle was davon. Helmut muss sich keine Sorgen um seine Familie machen. Sandra kann sich auf den eigenen Ruhestand vorbereiten. Und Emma kann ihr ganzes Leben nutzen, um Kapital aufzubauen. Wie die Pensionen wirklich sicher bleiben, lesen Sie in unserer neuesten Publikation.